Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre passiert, wenn Nuko überlebt hätte? Da ich unter dem Stammbaum-Video sehr viele Kommentare zu dem Thema erhalten hatte, möchte ich hier nochmal kurz klarstellen, dass es zwei Nukas gibt. Einmal den uns bekannten aus dem zweiten Teil und einen Fancharakter, Siras älteren Bruder. Heute soll es aber um den aus dem zweiten Teil gehen. Und wie immer möchte ich euch, bevor wir mit dem Thema starten, darauf aufmerksam machen, dass es auf diesem Kanal täglich Zeichenstreams gibt und ich würde mich megamäßig freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und außerdem würde ich euch noch empfehlen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos zum Thema König der Löwen verpassen wollt. So, genug der Eigenwerbung und starten wir jetzt los mit dem Video. Nuka ist der älteste Sohn von Sira. Und wie wir es eigentlich aus den Filmen und den Serien gewöhnt sind, wird der Älteste immer bevorzugt. Doch hier ist das Ganze etwas anders. Denn Sira setzte alle Karten auf ihren jüngsten Sohn Kovu, was im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht unbedingt die schlaueste Idee war aus ihrer Sicht. Dementsprechend bekam Nuka kaum Aufmerksamkeit. Dabei wollte er seine Mutter immer stolz machen. Bei dem Versuch von Siras Rudel Simba zu töten, sah er die Chance, sich zu beweisen. Doch wie wir wissen, ging das Ganze nach hinten los und er wurde von Bäumen erschlagen. Doch was, wenn er das überlebt hätte? Wir nehmen jetzt einfach an, dass er trotzdem von diesen Baumstämmen überrollt worden wäre. Kovu wäre herbeigeeilt, um ihn zu befreien, und Sira würde ihn ganz wie in den Filmen wegstoßen und Nuka selbst befreien. Jetzt kommen wir schon zu einer ganz großen Frage, denn da es hier nichts zu betrauern gibt und Nuka noch lebt, würden sie sich direkt gegen Kovu stellen. Doch würden sie ihn trotzdem laufen lassen, oder würden sie ihn direkt umbringen? Das wäre nämlich gar nicht so unrealistisch, wie wir aus dem Endkampf im zweiten Teil wissen. Zuerst verfolgen wir die Theorie, was geschehen wäre, wenn Kovu überlebt hätte. Es würde sich im Ablauf des Films weiterhin nicht wirklich viel ändern. Zumindest bis zum Endkampf. Wir steigen bei dem Punkt ein, wo Siras Rudel die Seiten wechselt. Ich persönlich glaube, dass Nuka nicht die Seiten gewechselt hätte und mit seiner Mutter untergegangen wäre. Hier könnt ihr oben aber auch wieder abstimmen, was ihr denkt. Denn es könnte ja trotzdem sein, dass er vielleicht doch die Seiten gewechselt hätte. Oder wie einer meiner Stream-Zuschauer meint, dass er nicht die Seiten gewechselt hätte, den Endkampf überlebt hätte, aber aufgrund des Todes seiner Mutter irgendwann verrückt geworden wäre und sich das Leben genommen hätte. Aber stimmt gerne selbst oben ab, welche Theorie euch am besten gefällt. Ihr seht, in der Theorie hätte sich an der Story nicht wirklich viel verändert. So, aber was wäre jetzt passiert, wenn Kovu gestorben wäre? Das hätte nämlich drastische Auswirkungen auf den kompletten Film. Denn in diesem Fall hätte Kovu nicht zum Königsfelsen zurückkehren können und auch nicht verbannt werden können. Möglicherweise wäre Kiara gegen den Willen ihres Vaters aufgebrochen, um Kovu zu suchen. Doch da dieser in der Theorie tot ist, kann sie ihn nicht finden. Jetzt gäbe es wieder zwei Möglichkeiten, wie das Ganze weitergeht. Entweder kehrt sie zum Königsfelsen zurück, oder sie begibt sich auf die Suche nach Kion, um Hilfe zu suchen. Denn im Film bekam ich den Eindruck, dass Simba Siras Rudel weit unterlegen war. Also sollte es Kion nicht rechtzeitig schaffen, glaube ich, dass Simba verloren hätte. In dem Fall hätte Sira alles erreicht, was sie erreichen wollte. Sollte es Kion jedoch schaffen, würde es trotzdem ein erbitterter Kampf bleiben. In den Filmen hätten sich nämlich Kiara und Kovu zwischen die zwei kämpfenden Parteien gestellt. Das wäre hier aber aufgrund von Kovus Tod nicht möglich gewesen. In dem Fall hätte es hier auch einen Kampf bis zum Ende gegeben. Ihr seht, in der Theorie hätte sich einiges geändert. Aber auch hier könnt ihr wieder oben in der Videobeschreibung abstimmen, welche Theorie euch am besten gefallen hätte. An der Stelle möchte ich mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, lasst auch gerne einen Kommentar da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.